Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni No Kuni 2. Wir sind in Katzbuckel und unsere Aufgabe ist, wir wollen zum Mizoleum, denn wir wollen die Tagebücher unseres Vaters haben. Und wo es lang geht, verrät uns die Karte. Wir nehmen den äußeren Ring, laufen also einmal außen lang und dann geht's da irgendwo rein und ich bin gespannt, wie es da aussieht. So, hier an den Wachen vorbei. So ein bisschen wie hier durch, ne? Jo. Das heißt, wir gehen wieder erstmal in die Katzalisation, oder? Ah, okay, den Königsweg raus. Wir müssen hier außen lang rennen. Okay. Ja. Bevor ich jetzt hier außen rumlaufe und noch Monster klopfe, wozu hab ich denn die Victory? Hey. Hey. Willst du mich verarschen? Hey. Du willst sie verkohlen, oder? Wieso kann ich denn... Hey. Mmh. Kann ich hier drüben landen? Hey. Ja, na klar, Junge, wo darf ich denn landen? Sag mir das mal. Da, danke. Toll. Ja, ich loop mir vielleicht sehr ganz gut. Ein Dreiblattkleber, okay. Das ist doch ein Joke, Leute. Das heißt, ich muss tatsächlich laufen. Wieso gibt er mir denn die Victory? Anstatt, dass er mir sagt, nee, hier ist kein guter Zeitpunkt, das Flugzeug zu holen. Nö, einsteigen darf ich. Aber ich darf nicht landen. Als ob das nicht schon auffällt, dass da das Flugzeug gelandet ist und Leute eingestiegen sind. Eigentlich könnte ich die Folge nochmal neu anfangen, aber... Wieso euch nicht mal einen negativen Punkt dieses Spiel zeigen? Das ist zwar gerade echt ein nerviger Pisspunkt. Sorry, da muss ich mich mal ein bisschen aufregen, aber... Das war... Quatsch. Aber naja. Ich verprügel jetzt dafür alle Gegner, die auf mich zukommen. Komm her, du blöder Dornolf. Kriegst jetzt richtig auf die Omme. Oh Gott, das sind einige. So viel los, dass das Spiel ruckelt. Also minimal hat es ruckelt. War easy, wa? Mein ganzes Loot hier mit. Zack, 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 zack. Bin jetzt übrigens mittlerweile Level 50 mit Roland. Ich glaube, weißt du gar nicht, wie hoch die anderen sind jetzt gerade. Ich glaube, Susi ist Level 54 und Cecile ist Level 52. Kann das hinkommen? Das könnte hinkommen. Und ja, auch die Traumräume gehen tatsächlich voran. 6 von 9 habe ich jetzt mittlerweile. Der 6. habe ich gestern erst gemacht, der war ein bisschen nervig. Weil der extrem lang war. Oh Gott. Aber geschafft ist geschafft. Also es fehlen noch 3 und dann kommt das schöne Longplay zum Thema Traumräume. Damit ihr ein Video habt halt, wo ihr seht, wie die einzelnen Traumräume aussehen, was man da holen kann und ja, vor allem welche Endgegner da kommen. I am counting on you all. Und ganz im Ernst, die Bosse hätten da ruhig ein bisschen kreativer sein können. Finde ich. Boah, ich finde ja super selten den Loot hier die ganze Zeit, wa? Einen blauen und einen roten Gegenstand? Wollen wir uns die mal anschauen? Also das eine war eine Axt, das habe ich gesehen. Rüsten wir mal aus. Susi. Oh ja. Naja, warum nicht? Verbessert mich ein bisschen. Das andere war Bogen, damit können meine 3 Top-Leute nichts anfangen. So, jetzt sind wir endlich hier oben angekommen. So.
Sieht ja ganz niedlich aus, das Mizuleum. Ich bin gespannt, welcher Bossgegner drin auf mich wartet. Da wird bestimmt irgendwas kommen, oder? Das ist es dann wohl, das Mizuleum. Ja, auch diese Tür kann nur mit dem königlichen Siegel geöffnet werden. Dann steckst du doch rein. Geil. Keinerlei Technologie, aber läuft die Tür. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Könnte man ein bisschen freundlicher gestalten, aber... Wieso? Ist hier einmal ein großer Sack und einmal eine kleine Truhe? Ist da das Tagebuch drin oder was? Die privaten Gegenstände meines Vaters befinden sich alle hier drin. Die Tagebücher sind bestimmt auch dabei. Na, vielleicht auch nicht. Oh, verdammt. Da sind sie, Vaters Tagebücher. Na los, mach hinne, ich will wissen, was drin steht. Ist ja gut, ich lese ja schon. Bitte lass es vertont sein, bitte! Gut. Do you remember the day I made you my Chancellor, Mausinger? The other ministers were up in arms. But they dare not say so to my face. But I trusted in you. I could see the resolve in your eyes, the determination. You yearned to bear the differences between our kinds, just as I did. I trust in you still. I know that you will continue what we have started, and that you will succeed. Okay, also Ratulion ist nur dank König Leopold überhaupt Minister geworden. Alles klar. Vater hat jetzt vollstes Vertrauen in Ratulion. Evan, was wirst du nun tun? Ich werde Ratulion zeigen, wie Vater wirklich dachte. Er muss wieder zur Besinnung kommen. Dann haben wir also einen Plan. Ja, wir brauchen nur noch eine Gelegenheit, um mit Ratulion zu sprechen. Dann lass uns erstmal nach Minapolis zurückkehren und abwarten, bis die Gelegenheit bietet. Okay. Wir sind zwar schon da, aber... Wir können einfach reinstürmen und alle umbringen. Ich finde es ein guter Plan. Verzeihung. Hoi. Yo, König Evelyn. Hier ist ein Brief aus Katzbuckel. Hä? Was? Was soll das heißen? Ein Brief von Ratulion? Das ging ja schneller, als ich dachte. Golly. Er hat also angebissen. Hä? Angebissen? Was habt ihr zwei da ausgeheckt? Oh, come on. Los, lies schon vor. Seine Majestät Evan, König von Minapolis, ich wende mich heute an euch, um meinen Willen für das Eingehen einer freundschaftlichen Beziehung unserer beiden Länder zu bekunden. Ich erteile euch dazu die Einreiseerlaubnis nach Katzbuckel. Als Beweis eurer Identität wird euer königliches Siegel dienen. Hochachtungsvoll, der König von Katzbuckel. Ah, schon klar. Ratulion ist schließlich scharf auf das königliche Siegel. Und Roland wusste das und hat ihn so aus der Reserve gelockt. Hm. Mag sein, nur das ist doch ganz offensichtlich eine Falle. Aha. Ja, und Ratulion macht sich nicht einmal die Mühe, dies zu verbergen. Er weiß genau, dass wir so oder so kommen werden. Oi. Warum schenkt er sich denn nicht das ganze schwülstige Blabla? Wenn er sich mit uns anlegen will, soll er es gerade heraus sagen. Hm. Jedenfalls können wir Schloss Katzbuckel jetzt einen ganz offiziellen Besuch abstatten. Und dann geht's ab an den Verhandlungstisch. Der alte Ratto wird sicher eine harte Nuss. Also häng dich rein, Evan. Der alte Ratto. Oh, nee. Jo, bevor wir das machen,
werde ich mal ganz kurz die Krone eincashen und gucken, was ich so an Forschung fertig habe. Weil momentan geht der Kontostand der Kronen so rapide nach oben, dass er nach einer Folge schon komplett voll ist. Und das ist natürlich momentan Stillstand. Das wollen wir nicht. Ja, seht ihr? 80.000. Pickepacke voll. Materiallager 50. Können wir das mal... Nee. Können wir mal ein bisschen ausbauen? Ich will mal die Königskasse ein bisschen erweitern. Danke, 150.000 ist gut. Hier sind noch ganz viele Forschung fertig. Die nehmen wir alle einfach mal mit. Oh ja, Schloss öffnen ist wichtig. Ich glaube, damit kriege ich die, die blauen Truhen endlich auf. Hoffe ich zumindest. Rüstung und Potenzial. Haben wir noch was? Oh ja, oh ja. Wie viel habe ich denn hier geforscht in letzter Zeit? Waffen und Potenzial. Ich glaube, das sind alles noch so Dinge, die nicht so viel Kronen gebraucht haben. Und deswegen mal komplett alles auf einmal forschen lassen. So, jo. Alles klärchen. So, ab nach Katzbükel. Toll. Na, dann reisen wir vor die Mausefalle. Los geht's! Jetzt nicht mal 15 Minuten drauf und das dritte Mal, dass ich hier diesen Weg lang laufe. Ich glaub es nicht. Okay, wo ist der Reisepunkt? Vor Schloss Katzbuckel. Was habt ihr hier zu suchen? Was zum... Evan, seid ihr das? Oh, mein! Ich bin vielmals um Vergebung. Seine Majestät Ratholion hat Anweisung gegeben, den jungen Herrn bei seiner Ankunft umgehend ins Schloss zu geleiten. Seine Majestät befindet sich im Thronsaal. Mhm. Ich kenne den Weg. Du musst uns nicht begleiten. Oh. Sehr wohl, junger Herr. Das ist mal das Schloss. Ein bisschen zu niedlich, aber... ist schon... große Ding. Es kommt mir vor, als wäre ich schon eine Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Ui. Ist auch so. Aber werd jetzt nicht sentimental, Evan. Du musst Ratholion Kante zeigen. Das Abkommen schließt sich ja nicht von selbst. Na, dann mal los. Golly. Warst du das, Remy, oder was? Bist du so aus der Puste? So, Rattenboy! Du unterzeichnest jetzt mein Abkommen. Sonst gibt's auf die Nuss. Greetings. Lange nicht gesehen, Evan. Und du, Roland. Da habt ihr ja ganz schön was ausgeheckt. Dabei hättet ihr doch einfach nur um eine Audienz bitten müssen. Ich nehme an, ihr habt das königliche Siegel bei euch. Nicht so hastig, du bekommst dein Siegel schon. Excuse me.
Ratholion, hör mir zu. Ich muss mit dir sprechen. Von König zu König. Ha. Von König zu König. Du bist ja wirklich ein Stehaufmännchen. Ein Land verloren und schon ein neues aufgebaut. Mhm. Ein Land, in dem jeder glücklich werden kann. So wie es Mina versprochen habe. Hm. Und jetzt läufst du mit Aldabans Abkommen herum und biederst dich bei den anderen Ländern an? Nur gut. Mit deinem winzigen Fleck von Königreich bleibt dir auch nichts anderes übrig. Du irrst. Aldabans Abkommen ist... Majestät! Schenk diesem Gesindel nicht länger Gehör. Dieses anmaßende Gerede von Bündnissen. Gib es zu. Wie schon Leopold willst du seine Majestät doch nur benutzen, um die Maus zu unterdrücken. Oh no. Die wahren Absichten wurden längst durchschaut. König Ratholion würde niemals auf so einen törichten Trick hereinfallen. Mm. Evan. Eine Allianz zwischen uns beiden wird es nicht geben. Zwischen dem Mauts und dem Miets kann niemals Frieden herrschen. King Mausinger, please, we have to stop this before it's too late. Warum ist es denn mitten im Gespräch, fangen die an, das zu vertonen? I see now why you overthrew me. So much has happened between our two kinds. But we can't let it go on. We have to bring the hatred between our peoples to an end. And what would you know of hatred, boy? Of the taste of shame, of the humiliation of servitude. Hm. Den haben wir noch nicht überzeugt. Den müssen wir nur bringen. Tut mir leid. The line of the Tildrums ends here, today, at my hand. Oh, how long I have waited for this. Jetzt müssen wir gegen den Rattenboy kämpfen. Ding Dong Dell will never be yours. Never! Yeah! Komm doch her, Junge, Alter. Come, Tildrum! It is time to meet your fate. Oh, Teleportation, nice. Was? Also er macht gut Damage, ne? Oh, ja, schon mal sagen. Aber ich muss auch sagen, dass hier nicht viel Platz ist. Ah, das ist schon so ein bisschen Souls-mäßig jetzt, ne? Er hat eine gute Variabilität an Angriffen, der macht seine geile Teleportation hier. War geil, jetzt kann er sich auch noch absaven. Hab ich jetzt nicht umgehauen hier. What? Hab ich auch nicht umgehauen. Ich komm da nicht ran, ne? Kann ich hier irgendwas machen? So, jetzt haben wir ihn. Zack, so, jetzt muss ich erstmal uns ein bisschen heilen. Ja, du machst aber auch nicht dick Schaden, ne? Also. Boah. Deine Teleportation nervt! Ja, komm. Komm! Ich hab dich abgewehrt, kleiner. Ha!
Ja, ich mache erstmal eher mal hier so die Passiven. Die anderen regeln das. Er ist aggro auf mich, merke ich. Lässt die anderen wirklich fast außen vor. Seht ihr das? Die anderen können die echt machen, was sie wollen. Das ist unser Vorteil. Ja, ich brauche meine... Meine Wuchtattacke brauche ich nicht machen, die dauert zu lange. Oh, geil! So. Jetzt kannst du einpacken. Was? Was hat? Wieso darf ich ihn nicht? Humiliated by two generations of the same accursed line. Damn you, Tildrum, and all your kind. We don't have to do this, Mausinger. I didn't come here to fight you. I don't want to fight you. Doch, eigentlich will ich ihn schon bekämpfen. Come, Your Majesty. Das war klar. You cannot simply bow to defeat. If you do not destroy these worms, our people will never be safe. Free? Yes. We must be free. But not like this. Don't listen to him. Ja, der Gute steht unter Einfluss. Come, Oakenheart, come to me! Oh, Wächterkampf? Nee? Ah. My Ginsburg. Who are you? I had thought this tedium would never end. At last, it is done, Master. Vermeen. I hope you can forgive me, Your Majesty. Even I must confess to feeling some small pang of guilt at having encouraged you to slay your dearest friend and patron. But you should not have so readily taken my word over King Leonard's. Those who claim that blood runs thicker than water grossly overstate the case. My beloved fellow mouse. Rattinger steckt dahinter, die Sau. Oh. In truth, your precious king was too nauseatingly good natured to betray you. To contemplate anything so base as manipulating you into keeping our kind in check. And more fool him, as you are so very easy to manipulate. Vermeen, how could you? How could I betray my master? How could you be so foolish as to ask such a question? Na, hat er now, Punkt. Lord Dolor, I have fulfilled my part of the bargain. My price was the kingdom, if you recall. Na ja. I hereby claim it. Das wird Hamdan glaube ich nicht machen. Yes, of course. You must be rewarded for your faithful service. Ha! What? Oh. Ha! Dalaran, what have you done to him? I have repaid the debt of a traitor, and not a moment too soon. This accursed kingdom, not only was its ruler too pure-hearted to succumb to my corruption, even his closest aide proved immune to my advances. In the end, I was forced to settle for this contemptible worm. I have wasted so much precious time. But at last, my plan is complete. What a pity you will not be present to witness its glorious fruition! Mhm. Okay, der wird sich wahrscheinlich den Super-Mega-Wächter machen. Ach, du Schande. Sieht nicht freudig aus. Oakenheart, has it really come to this? Wait,
You needn't do this alone. We'll fight him together. Ja, da sind wir mal gespannt, ne? Belgrasin. Macht der Schöpfung. Will es sein? Ah, what? Level 59? Whatever the flowers are putting out, it ain't good. Avoid the pollen-y stuff and bash their blooms. Okay, also wir müssen gleich die Blumen kaputt machen. Ach, da stehen wir. Die coolen kleinen Wächter hier. Die Gnuffies. Na, ja, es ist genug Fläche da, ne? Also. Die kämpfen da ganz gut mit dem. Muss ja hier kaum was machen. Was wird die jetzt tun? Oh, muss der in der Luft sein? Es ist so nervig, wenn du nur Fliegen hier gegen hast. Was? Okay, cool. Nett von dir, Rattenboy. Hörst du jetzt auf? Kommst du runter mit deinem Fuß? Na, was soll denn das hier? Ich bin vergiftet. Toll. Das würde bedeuten, dass zum ersten Mal so ein Heilmittel zurückbekommen würde. So, komm mal rein hier. Zack, schön ruf da. Die Hälfte haben wir weg, also es ist bisher kein großes Ding. So. Jetzt aber! Rum auf den Kopf! Ich komm. Wo ist Rattenboy? Da ist Rattenboy. Ich muss mal kurz einen Dings nehmen. Komm runter! Ach, ist sie so Wirbelwind? What? Okay. Nicht schlecht. Aber es ist leider zu spät.
Belgrassin, du bist gleich Geschichte. Das war's. So. Auf Wiedersehen. Ja. War jetzt okay, aber dafür, dass Viech Level 59 war, er hätte es ruhig härter sein können. Doratolion. No. Das ist das Ende von Katzbuckel. Es ist durch meine Hände. Mein Wächterband wurde mir auch geraubt. Ich hätte wohl nie das Zeug zum König. Evan, du hast recht. Mein Leben ein Ende. Du hast recht, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich habe schließlich deinen Vater auf dem Gewissen. Ratolion, lassen wir es einfach gut sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn in diesem Land. Solange alle gemeinsam darauf hinarbeiten, gibt es Hoffnung. Vater hat immer an dich geglaubt. It says. He believed in me. And I. What have I done? Mausinger, my dearest friend, you, Your Majesty. Be still, Mausinger. I forgive you. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. But close it shall. One day, we will stand together, hand in hand at last, all thoughts of oppression consigned to history. And you, Mausinger, you will bring this about. But, Your Majesty, why would you... Why would you trust in one who had failed you so utterly? I always trusted you, old friend, and I always will. You see far, further than I ever could. You are a maker of plans, a doer of deeds, a true ruler. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king must learn to trust his own judgment. A king? You mean that you still think me worthy? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? If it please you. Your Majesty. It does. And now, I must be on my way. When next we meet, I would have you tell me the tale of a kingdom made great by its wise and benevolent ruler. Yes, Your Majesty. Farewell, Mausinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. Become a true king. Watch over the land we both love so well. I will not fail you.
old friend. King Mausinger, I humbly propose that a pact be made between our realms. Will you sign the Declaration of Interdependence? It is what your father would have wanted, for our two kingdoms to stand as one. Thank you, Your Majesty. Let us work together to make a better, more peaceful world. You have come far. Son of Leonard, I will gladly stand beside you, and I will make Ding Dong Dell a kingdom where all races can stand beside one another. The enmity of generations will divide us no longer. I salute you, Evan, Lord of Evermore. Ja. Das war da eben schon mal eine schöne Cutscene, muss ich sagen. Und wir werden jetzt noch fix das Eilerwands Abkommen abschließen. Ah, da fällt mir noch was ein. Das königliche Siegel. Du scheinst es im Moment dringender zu brauchen und solltest es beide tragen. Thank you. Einverstanden. Hoffen wir, dass das Siegel bald zum wahren König von Katzburgel zurückkehrt. So, ich habe alle nötigen Vorbereitungen. Wann denn? Welche Vorbereitung? Wann hast du das denn gemacht? Joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. So, damit haben wir alle, wa? Sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth. No longer did Catkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkin stepped out into the sun and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Well, perhaps not entirely, but these things take time. Ach, ist es nicht schön, wenn wir unterschiedliche Völker zusammenbringen? The declaration's finished, Evan. You did it. And we made peace with Mausinger too, which is something. But his king's bond was stolen, and Dolaran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. You'll overcome this trial, just like all the others. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything! You're right. But it's not over yet, and this last part isn't going to be easy. Tja, Leute, ihr hört's. Der letzte Teil wird nicht leicht sein. Ja, wir speichern mal fix ab. Und dann machen wir an dieser Stelle Schluss, liebe Leute. Und ja, in der nächsten Episode starten wir direkt mit Kapitel 9. Wird es das letzte Kapitel sein? Werden noch 20 weitere kommen? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es herausfinden, wenn ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Ni no Kuni 2.